Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Zu dem Titel mit dem Thema, warum du ständig immer wieder alle Frauen verlierst. Und zwar kam ich auf dieses Thema, weil ich mit ein paar Leuten geschrieben habe, weil viele Männer mir Fragen gestellt haben, im Sinne von, hey, da ist so eine tolle Frau, die ist so großartig, das ist die geilste Frau, die ich hier kennengelernt habe. Wie kann ich sie für mich gewinnen oder warum meldet sie sich nicht mehr? Und ich merke immer wieder bei Männern, bei meinen Coaching-Teilnehmern, dass es ein großes Problem gibt, das dafür sorgt, dass Männer wirklich viele Frauen verlieren. Und zwar ist es das Problem, dass Männer viel zu viel machen am Anfang für eine spezifische Frau. Ich möchte dir eben mal skizzieren, wie das bei mir läuft, wie ich Frauen kennenlerne. Ja, ich bin unterwegs, dann spreche ich so mit 10 Frauen, dann gefallen mir davon vielleicht 3 Frauen, dann treffe ich diese 3 Frauen und am nächsten Tag lerne ich wieder 10 Frauen kennen und treffe wieder ganz viele Frauen. Das heißt, in meinem Leben treffe ich erstmal enorm viele Frauen. Und dieses enorm viele Frauentreffen sorgt dafür, dass ich nicht sofort auf eine einzige Frau komplett eingeschossen bin und denke, oh mein Gott, das ist die eine Frau, wenn ich die nicht bekomme, ist alles vorbei. Denn das Problem ist, wenn du nur diese eine Frau siehst und denkst, das ist die perfekte Frau, aber wenn du jetzt 30 andere Frauen auch noch daten würdest, würdest du denken, okay, im Vergleich zu diesen 30 anderen Frauen ist sie gar nicht mehr so extrem. Aber wenn du nur diese eine Frau siehst, dann ist es natürlich die geilste Frau überhaupt. Du hast halt keinen Vergleich und das ist ganz, ganz schwierig, denn oft geraten Männer dann in Beziehungen, die sie gar nicht wollen, heiraten vielleicht sogar die Frauen, kriegen vielleicht sogar Kinder mit den Frauen und ziehen mit denen zusammen und merken dann, oh, so richtig das Wahre war es dann doch nicht. Das heißt, für dich, wenn du immer wieder Frauen verlierst und wenn du gerade Frauen am Anfang verlierst, dann mach einfach mal weniger. Ja, vielleicht gefällt dir die Frau, ist ja auch in Ordnung, aber sei nicht gleich, oh mein Gott, wir haben ein Date gehabt und das ist die perfekte Frau für mich. Ich will sie auf jeden Fall heiraten, sie ist einfach perfekt für mich. Das ist zu viel, das ist viel zu viel. Jede Frau wird sich denken, wow, stopp, viel zu schnell. Viel zu schnell. Und meistens sind die Frauen dann weg. Ja, ich errate halt immer, dass du die Frau so ein bisschen diesen Verliebtseinsprozess durchmachen lässt. Das heißt, triff die Frau gerne ein-, zweimal die Woche, je nachdem, wie ihr Lust und Zeit habt. Aber sprich dieses ganze Beziehungsthema, dieses ganze, oh, was ist das zwischen uns Thema, einfach nicht an. Lass das einfach die Frau ansprechen. Die Frau wird das ansprechen, wenn sie das Gefühl hat, okay, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich dieses Thema ansprechen, jetzt möchte ich diesen Mann in eine Beziehung bekommen. Dann wird die Frau das schon ansprechen. Es ist nicht notwendig, dass du das machst. Es ist nicht notwendig, dass du gleich am Anfang ihr einen riesen Batzen Komplimente machst. Du bist die Tollste. Oh mein Gott, ich habe noch nie eine so wie dich getroffen. Spar dir das alles. Das ist alles für den Anfang viel zu viel. Mache gerne ein Kompliment, dann neck sie ein bisschen, flirte ein bisschen mit ihr. Und du musst auch nicht ständig mit ihr schreiben oder ständig mit ihr telefonieren. Ja? Richte dein Leben nicht sofort auf diese eine Frau aus, nur weil du denkst, oh, das ist diese eine Frau, sondern kümmere dich um alle anderen Bereiche deines Lebens weiter und lerne weiterhin andere Frauen kennen, bis du dann mit einer Frau zusammen bist. Natürlich dann, wenn es eine feste Beziehung ist, solltest du keine weiteren Frauen kennenlernen. Das ist ja logisch. Aber stürz dich nicht sofort, schieß dich nicht sofort auf diese eine Frau ein, denn wenn du das machst, dann investierst du von Anfang an viel zu viel und die Frau kann gar nichts mehr investieren. Du musst dir das so wie einen Kreis vorstellen. Hier ist dieser Kreis und wenn du diesen ganzen Kreis, diesen ganzen Investmentkreis ausfüllst mit deinem Investment, du rufst an, du stellst Fragen, du machst Datevorschläge, du kommst immer auf sie zu, dann hat sie in diesem Kreis keinen Platz mehr, auch zu investieren. Und wenn eine Frau nicht in dich investiert, also dich auch mal was fragt, dich auch mal nach einem Treffen fragt, auch mal hinter dir hergelaufen kommt und fragt so, hey, wie geht's dir, wann sehen wir uns wieder? Wenn die Frau das gar nicht machen kann, weil du das alles machst, dann wird sie eure gemeinsame Zeit weniger wertschätzen. Ja, dann wird sie weniger wertschätzen, dass sie dich sehen kann. Dann wird sie die Zeit mit dir weniger wertschätzen und wird sich auch nicht in dich verlieben. Das heißt, wenn du die Frau willst, die dir gefällt, dann mach weniger und gib der Frau auch Raum zu investieren. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Das nächste Video gibt es am Donnerstag. Trag dich gerne auf mein gratis Online-Coaching ein. Das kannst du hier unten machen. Da kannst du den Channel abonnieren. Da geht es zum letzten Video auf dem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ein geiles Wochenende. Ciao.